Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Test oder Spiel. Ein kleines Battle, eher gesagt, ne, Leute? Mit Mittelstein. Und die Lara Göllen 100. Genau, die wird die Lara Göllen. Genau. Die zwei spielen mit. Genau. Übrigens, Leute, ich nehme auf, also Zombiechan ich und der Gamechuck auch. Irgendwo ist seine Sicht oder bei ihm auch meine Sicht, ne? Je nachdem, wie wir das passend machen. Oder so. Oder? Ich gehe auf Panzerkompanie. Okay, dann gehe ich auch auf Panzer, weil ich will eher Panzer, das ja. Oder soll ich auf Panzer gehen? Ich weiß nicht. Da komme ich einfach auf Panzer. Das sein. Im Spiel geht's darum, dass wir müssen hier die vier Amis, sind wir, Amerikaner. Wir müssen, und ein Brite, Entschuldigung. Wir müssen hier die einzelnen Punkte hier einnehmen, die hier, und dadurch kriegen wir dann Ressourcen, die ihr hier seht. Ich hoffe, mein Cursor ist eingeschaltet. Ja, ich denke schon. Ja, müssten eigentlich. Hier unten ist das Einheitenlimit. Ja. Denn es ist irgendwo um... Ja. Und hier hinten sind die Gegner, einmal leicht, Medium und Medium. Die sind sehr OP. Ja, und wir müssen halt versuchen... das zu halten hier alles. Arschbereit. Wisst ihr, was lustig ist? Nein. Ich bild so einen Leutnant aus, da steht auch noch Leutnant dran, aber er sagt selbst, wo er sich zum Dienst meldet, hier Lieutenant. Lieutenant, Leutnant, ist das dasselbe? Soll das hier bitte verstärken? Ja, das okay. Ist verstärkt, okay. Ja, verstanden. Zu viert gegen vier, das ist immer eine schöne Aufnahme. Bei mir gab's das Game ja schon mal. Ja, fliegt schon einer fast raus. Lara hat schon Lex. Ja, genau. Ich weiß, ich hab da momentan nur scheiß Verbindungen. Oh, da ist schon ein Motorrad. Das ist ein Motorrad. Ich wusste, da steht irgendwas. Was? Ich wusste, da steht irgendwas. Die Lara macht, glaube ich, gerade hier... Ne, jetzt machst du... du machst gerade hier breit. Kevin macht da. Ich gehe hier drauf. Ich schicke dann meine zurück. Einheiten zurück. Perfekt. Okay, du gehst zurück. Ich baue hier vorne. Du baust. Ja, endlich kümmert sich jemand um die Verletzten. Da kommt schon Mittelsteins... Steinstein. Steinsteins. Infanteriekommando. Wird einfach hier hingefahren und dann baut ihr das auf. Ja, ist cool, ne? Damit kann ich Ressourcen verstärken. Ein Problem ist aber nur, dass die aufgrund der Kartengegebenheiten, also deshalb lasse ich die LKWs lieber auf meiner Seite so. Wegen der Karten. Motorrad hier immer noch. Kartenaufbau. Ja, mach kaputt. Ich hatte durchgesehen. Nein. Ich hab gedacht, bau da. Aber ich gehe jetzt hin und mache jetzt kaputt. So, wie man sieht, braucht man für den Bau immer hier oben drauf steht, das wird hier angezeigt, steht hier, was wir brauchen für das Gebäude. Genau. Oh, die Rollen gehen runter. So, das hier, das was ich genommen habe, ist die Panzerkompanie. Das ist die dritte Doktrine der Alliierten. Es gibt einmal Artillerie, das ist die erste, dann gibt es Flugzeuggedöns und das Panzerkompanie, das hab ich. Laut. Und der haut ab, genau. Es kann sein, dass das Spiel etwas laut ist bei mir. Kann sein, muss aber nicht. Also bei mir ist eingestellt. Bei mir ist auf jeden Fall laut. Also ich warte noch ab, bevor ich mich für einen Doktrin entscheide und entscheide dann. Je nachdem, wie die Gegner so aufgebaut sind, platziert sind. Genau. Aufgebaut. Aufgebaut. Platziert. Obwohl, ich würde schon Artillerie gehen. Dann geh, Arti. Kannst ja machen, ne? Würde schon. So, ich fahr dann schon mal rüber. Meinen Jeeps. Also, wenn ich sicher sein darf, dass ihr alles andere macht außer Arti, dann nehme ich Arti. Ich glaube, ich habe ja keine Art. Ne, dann geh Arti, ich bin Panzerkompanie. Genau wie Mr. Gamezug. Ne? Mhm. Ich sehe schon kommen, dass wir irgendwie voll lenken eigentlich, wenn die ganze Schlacht ankommt. Ja. Ja, sehe ich auch so. Ein bisschen. So. Ja. Ich fahre mit den Jeeps mal vor und versuche irgendwas einzunehmen.
Ich finde dieses Wasser immer noch geil, es ist irgendwie so richtig schnell einfach. Ich check mal durch, was unsere Feinde gebaut haben. Okay. Ja. Pass auf, ich check unsere Feinde aus. Ja. Ich weiß. Hier steht auf jeden Fall etwas. So, die Lara hat jetzt dieses Flugzeug-Kompanie genommen, da kann sie so Aufklärerflieger machen, Beschussflieger und Bombenflieger und halt auch noch so Fallschirmjäger. Das kann sie. Ja. Als Spezialsachen. Nur zum Nachteil, ob ich überhaupt noch die, ob mir noch die Munition ausreichen. Ja, natürlich braucht man für die einzelnen Sachen hier auch Munition oder Arbeitskraft oder Treibstoff, je nachdem, was man hat. Genau. Das kostet alles, das ist nicht kostenlos. Aber wäre schön, weißt du. Vor allem die Gegner sollen bezahlen und wie einfach kostenlos. Oh, warum? Schon, fliegt er schon wieder noch? Nee. Ich werde da gerade angegriffen. Hat der Gegner sogar einen Aufklärer? Hier mal aufklären, damit der hier auch noch aufgeklappt wird. So okay. Schräg einmal. Ich mache schon ein bisschen breit, ne Sven? Mhm. Von einer Base einfach baue ich jetzt mein Waffendingsbums da. Also mein Panzerdepot. Schön. Ah, hier stehen da sehr viele. Du kannst einfach neben dran bauen und alles und vielleicht oder mitten hier drinnen oder so. Oh, au, 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 hier stehen da sehr viele. Kannst du ja machen. Uiuiui. Dann knallen sie ab. So, Jeep. Wer baut? Och Kevin, bau bitte nicht in meinem Gebiet. Du hast da so viel Platz. Ich hab so wenig Platz da hinten. Du kannst ruhig auch hier mittendrin, also hier mittendrin einfach bauen. Ist ja kein Thema, wir verteidigen ja eh alles. Ist lustig. Sei froh, dass ich das kann. Naja, wir haben aber ich wollte mein Panzerding hier haben, weil das schöner aus. Oh nein, die sind da drin, die sind da drin. Jetzt hab ich da hingebaut, ui. Oh, jetzt geht's, jetzt hab ich Glück. Nee, ich geh jetzt aufs Reparator. Jetzt. Ich rück mal hier ein bisschen weiter vor, um zu gucken, was da ist. Da sind okay. Einheiten. Ich geh da scouten, oh ja, da ist was. Du driften da gerade, ne? Hast du gerade gesehen, ne? Mhm. Dann treff an. Wie er sich hier breit macht. Lol. Oh je. Schon boah, da brauch ich gleich meinen ersten Panzer schon. Oh, ey, was habt ihr hier gebaut? Wer? Ach, was, da war? Hier, der Gegner. Bunker? Bunker. Wurde ja auch zum Spiel gebaut. Flammenwerfer. Sehr effektiv gegen Einheiten übrigens. Hab ich ja auch früher oft gemerkt bei euch. Vor allem mit von deinen Einheiten, ne? Oh, die ganze Verteidigung. Hier vorne frei. Okay. Okay, ich brauche hier vorne ein bisschen Unterstützung, hier vorne, zum Einnehmen. Gut. Aber ich kann das jetzt schnell einnehmen. Ich muss eigentlich erstmal Panzerbau anfangen. Okay, das haben wir glaube ich jetzt im Sack. Genau. Dann nehme ich jetzt an. Keine Ahnung, warum? Was war denn da gerade? War gerade ein Minen oder was bei mir? Irgendwas ist nicht kaputt gegangen. Yep, ja. Kaputt. Bei mir hier ist was kaputt gegangen. Man hört Daddy das Mittelstein so selten. Entschuldigung. Ich glaube, ich glaube, er konzentriert sich gerade so. Ich weiß nicht, aber ich glaube, er konzentriert sich. Oh. Oh. Das glaubst doch nur du. Er soll sich aber nicht konzentrieren. Ach. Jetzt kann ich noch mal einsetzen. Oh, mein erster Panzer ist da schon.
Ist das deine Haubitze? Stargaunt, was ist denn für ein Panzer? Ja, das ist keine Haubitze. Panzerabwehr. Panzerabwehr erstmal. Ja, ich verbunker hier gerade erstmal alles. Deshalb platziere ich Bohrforce und Panzerabwehr und Infanterieabwehr. Ach so, wenn es weiter nichts ist. Mach ich ja sonst nie deshalb. Ja. Komm noch vier, komm noch drei. Stopp mal. Stopp mal was. Moment. Eins. Sergeant, sehen Sie zu, dass ein Energie auf dieser Blechbüchse hier montiert wird. Es wird Zeit, dass wir die Crowds in Stücke schießen. Genau, in Stücke schießen werden wir die. Zack. So. Okay, bin wieder da. Was war los? Ich hab kurz... Das willst du nicht wissen, nein. Okay. Er musste kurz seinen... Das hat nichts mit dem Spiel zu tun, deshalb. Aha, Leute, ihr wisst schon, was ich denke, ne? Er muss seinen Stängel kurz richtig richten. Er denkt, er lebt zweideutig. Nein. Ja, ich hab nur geguckt, okay, welche Kleidergröße ich hab. Was? Ja, Kleidung. Ja. Kleider? Ja. Kleidung. Ja, vielleicht unten drunter. Wir müssen einfach vorne bevorrücken, wir brauchen mehr Treibstoff. Ich sag mal noch besser. Man sagt doch so oder nicht. Ich meine nur, normale Kleidung sagt man auch Kleidergröße, auch weil wenn es kein Kleid ist, sondern Kleidung. Das hört sich das falsch oder an, das oder? Das da unten, ja. Das ist so näher und ist auch ein bisschen kleiner, das Gebiet ist auch viel, viel näher. Weil da können wir nämlich hier, das nämlich abrupfen, die Brücke. Und haben dann so einen besseren Übergang zu anderen Base. Ja, hast recht. Weil dann können die dort auf der Position einfach rüber. Und dann können wir die ganze Position alles mit Bunkern auch voll verbarrikadieren und dann Patzer rüberschicken. Das wäre so meine Idee. Dann mach dies. Aber ich sammle erstmal. M4 Krokodile Sherman. Ob das so gut ist? Das ist der Flammenwerfer. Das wird gerade okay. Ach, ich mach diesen M4 Sherman irgendwie mehr. Den normalen M4. So, ich geht mal nach da vorne hin zu Mr. Gamzock. Sagen Sie uns nur, wo wir hin sollen. Ich finde es schön, wie detailreich das Spiel ist. Also man kann hier wirklich richtig nah ranzoomen an die Panzer und alles. Ja, allgemein auch diese 93 Grad drin mit Alt GR, ne? Ja, oder mit Alt, das geht auch. Wirklich geht das? Man kann auch in die Panzer reinzoomen. Ja, kann ich mal so zeigen, im Panzer. Ich bin gerade im Panzer. Kann man da so ein bisschen reingucken? Ja, habe ich auch gerade gemacht, ganz kurz. Haben wir vielleicht außerhalb eines Panzers? Ja. Genau. Weißt du noch, das letzte Mal, als du letztes Mal Company of Heroes gespielt hattest, da waren schon, also die Körperteile geflogen, so als ein Panzer von dir. Ja, wenn die Einheiten explodieren, dann explodieren sie halt richtig. Oh ja. Da fliegt alles ab, du Leute, ne? Also könnt ihr Artillerie gebrauchen oder nicht? Ich meine nur. Ja, kannst du ruhig nehmen. Ist wäre ja, können wir gebrauchen. Wir haben zwei Panzerkompanien und was hast du, die Lara? Ich habe Flugzeugkompanie. Okay, also Artillerie wäre dann schon cool. Oh je. Nicht um Panzer gegen Panzer, nee. Geht weg, Dirk. Geh mal deine Infanterie da weg, ja. Weil ich gegen Panzer, nee. Ich baue nochmal hier Geschütze auf. Das geht schon mal gar nicht hier. Das sollte jetzt helfen. Ein bisschen hat vielleicht was gemacht. Okay, hat schon was gemacht. Ja. Wie dieser Panzer einfach hinterherfährt, ne? Ja, ich hab da... Das war schön, das war sehr schön. Das hat sie zerfleischt. Wortwörtlich. Ich überlege da gerade was, weil ich eine Taktik gerne anwenden möchte, indem ich erstmal die Luftaufklärung mache und anschließend einen Angriffsflug starten. Dann Bomben fallen lassen. Den Bomben auf die Säcke. Kann ich erstmal 3 Erfahrungspunkte schaffen. Wisst ihr, was klasse ist? Mit den ganzen Gegnern, die auf unsere Front zulaufen, kann ich die ganze Zeit leveln. Ja, ich würde auch gerne mal leveln, damit ich meine Kalioben kriege. Ja, dann mach was dafür.
gucken schon mal über ein Gebäude drin. Sergeant, sehen Sie zu, dass ein MG auf dieser Blechbüchse hier montiert wird. Es wird Zeit, dass wir die Crowds in Stücke schießen. Genau, alles muss in Stücke geschossen werden. Mache doch, aber irgendwie funktioniert nichts. Wenn ihr mal bei Mittelsteins Gebiet bauen würdet, das sieht richtig okay aus. Das ist okay. Ja. Weil ich das nicht lange spiele, kenne ich mich da ein bisschen aus. Ich glaube, ich hätte die Grafik vorher runterstellen sollen, bevor ich hier aufnehme. Ich brauche gerade die ganze Zeit nur 20 FPS und ich hab auf 60 gerendert. Genius! Geil. Ich hab da auf 30, so 20, 30. Geh auf 29, auf 30 hoch. So, ich mache jetzt eine komplette Jeep-Armada und fahre einfach mal durch die Einheiten. Und ich starte Artillerieschlag auf die feindliche Basis hier. Was? Wo weit kannst du ballern? Ja, gerade so bis an die Grenze seines Landes. Du kannst gut leveln, weil die meisten Gebäude stehen aber hier. Mach ich schon mal Luftaufklärung mal. Ah, naja. Boah. Es ist so scheiße laut einfach, ne? Ab und zu. Ich sammel gerade Panzer. Panzersammlung, Panzer. Okay, das sieht schon okay aus. Ist es auch. Über Forschungsbanken zu starten, ne? Oh, ich will so gerne dieses Treibstoff einfach hier haben. Das will ich so gerne. Aber ich kann das ja empfehlen. Ja, aber das sind auch viele Einheiten. Das hier vorne ist ein bisschen einfacher, weißt du? Ich glaube, ich rush gleich mit Panzern da drauf. Ich glaube, kommt das irgendwas so richtig. Huch, Alter. Dass irgendwas Brutales da noch steht. Huch. Oh. FS. Stein, du hast immer noch hier das da, ne? Dieses komische Fahrzeug hier. Boah, mein FPS müssen sich wieder einkriegen, komm. Ui. Alter, Vater. Ach du Scheiße, was haben die denn da gebaut? So, ui. Eine Basis nennt man das. Ja, ich weiß. Boah, FPS, komm, geht euch wieder ein, jetzt danke. Kommt. Jetzt kommt. Ich hab grad eben ungelungen 1 bis 2 FPS. Das war grad nicht sehr geil. Ich hoffe, dass meine FPS auch so bleiben. Okay, das hat sich wieder eingekriegt. Greife an mit Jeeps. Weil diese Schneiden, ne? Mit den Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Feuer links in dem Wald zerstört die Gebäude. Ich weiß. Ja, macht es auch. Das ist irgendwie doof. Wir dürfen noch die Munition auslöschen können. Das ist irgendwie einfach alles andere als gut. Ja, ich weiß. Sven, schick deine Jeeps nicht auf diesen Bunker zu. Ich baller da jetzt mit der Art hier. Dann warte. Warte mal auf den Bunker hier. Schick die weg da grad. Das kommt jetzt nicht dort an. Ich würde mich auch mal gerne ein paar Level haben. Ja, okay. Entschuldigung. Endlich, ich hab jetzt Nachschub. Ich hab nicht gewusst, dass du das deshalb machst. Ja, deswegen nicht sonst. Das ist ja Game Talk, ich hab jetzt endlich Nachschubsabwurf. Ein Airborne Company kann man, aber dir ist schon klar, dass du damit nicht so sehr leveln kannst, wie du es vorher gedacht hast. Weiß. Dann kannst du dann wenigstens noch die Munition nachladen. So, ich hinsetzen. So. Ups. Es kam ja auch ein bisschen raus. Das Lustige, Mittelstein. Ups. Wenn man Einheiten verliert, levelt man auch mit. Ja, so 1 bis 2 XP, glaube ich, ne? Ja, das, was da steht. Das ist wirklich so. Ja. Sonst würde es dann nämlich nicht stehen. Mir fehlen noch 3 Erfahrungspunkte, dann kann ich eine Bombenangriff starten, dann habe ich schon alles. Äh,
ich geh schon mal, ich rück schon mal vor. So, ich mach noch einen Panzer, also einen M3 Sherman und M4 so, Sherman. Leute, ja, ich bin jetzt sehr fies, denn wir sind bei 20 Minuten und das heißt, Cut. Oh Mann, oh, das wird zu schwer für mich, oder? Ich bin gemein. Aber ich kann das zusammenschneiden, ne? Ha? Ja, aber wir müssen das irgendwie zusammenschneiden, weil ich mach das gerne am laufenden Band erstmal so. Ach stimmt, du willst dich ja alles auf einmal hochladen, ne? Ja, das wäre ein bisschen schlimm dann, also weil... Ja, ich wollte halt einen Cut reinsetzen. Oder wir rendern es, oder machen halt die Folge komplett, also wir nehmen es komplett durchgehend auf. Und dann cutten wir einfach das Ganze. Ich kann das nicht auseinanderschneiden. Ich hasse sowas, mir das zu merken und aufzuschreiben. Nee, also ich muss allerdings sagen, sehr traurig. Es hat sich herausgestellt, dass der Gegner auf der linken Seite ein Sperrfeuer eingerichtet hat. Ja, ich weiß, ich werde da... Oder nehmen wir einfach komplett auf. Nehmen wir es aber komplett auf. Ja. Dann gibt es keinen Cut. Seid froh. Yay. Yeah. Warte mal, das heißt dann, dass die Aufnahme komplett verloren ist, oder wie? Nee, komplett, komplett wird aufgenommen. Am laufenden Band. Bis zur Niederlage. Oder ach so, wird aufgehört. Genau. Bis zur Niederlage vom Gegner. Also wahrscheinlich eine Niederlage vom Gegner. Boah. Pass auf! Müssen wir auch mal ein bisschen Action. Haben unser Feinde auch noch Flugkompanie? Weil ich gerade hier meinen Schützpunkt angegriffen. Das war perfekt. So, hier. Ah, rückt schon mal vor. Zeit wieder hier mit dem Bombenangriff zu starten. Warum ist mein Panzer so behindert und fährt da im Kreis? Anstatt dem Panzer hinterher zu fahren? So. Dann legt sich nicht mehr. Oh, das ist schon ein Panther. Meine Schützpunkte. Oh oh, da kommen mehr Panther. Wirklich jetzt, da kommen wirklich mehr Panther. Bildliche Grenze. Hier. Werden angegriffen. Ich drehe. Perfekt. Oh Mann. Boah, Panther. Komm. Warte, down. Ach du Scheiße. Das soll nicht wahr sein. Ist es leider. So. Ja, die machen hat ja das Flammenwerfer. So, erstmal alle sammeln wieder. Dann leg eine Feuerwalze in die feindliche Orange. Basis. Okay. Dann stand auch ein bisschen orange. Oh, das sind mal Panzer. Bitte schon, erklär doch mal, was ist deine Feuerwalze? Das ist ein Angriff, bei dem mehrere Artillerie-Einschläge innerhalb einer Reihe alles wegrotzen, was halt im Weg. Aber das ist bei Gebäuden nicht so sehr, sondern eher bei Einheiten. Und ihr habt wieder was gemacht. Ey Leute, darin, da haut einer ab. Ui, so. Ja, der hat doch selber Flammenwerfer gemacht. Dann ja, weißt aber du, wenn's nur ein Mann ist. Waren zwei Männer gewesen. Das so, dann standen wir wohl in der Überzahl. Oh, schön. Schön, oh. Je weiter Kevin sich vorarbeitet, desto näher komme ich an die feindliche Basis ran. Hab einen Priest. Aber wir sollten eigentlich auch hier mal die Sachen einnehmen, damit wir hier weiter die Lada halten. Die Lada? Ja. Und Sven, könnt ihr euch darum kümmern, die Sachen einzunehmen? Ich sammle gerade. PZ4. Ich müsste da aufpassen, weil ich wurde schon einmal überrascht gewesen. Ich würde trotzdem vor. Du hast so viele schöne Einheiten. Schön, schön, sehr gut. Aufhalten. Mach bitte aber schnell. Ja, die Artillerie ist aber Dings Artillerie. Toll. Und Flammenwerfer gegen den Panzer nimmt. Konzentrier deinen Beschuss auf den vorderen Panzer. Mach ich. Ich komme, wir kommen Panzer ja sowieso wieder gleich. Okay, AT Beschuss für Gegner. Ich schau grad den Panzer an. Ich schicke einfach nur drauf. Ja. Hier gibt's zwei Germans vor. Bitte schnell Unterstützung. Um zu sichern. Ja, die Unterstützung schießt. Sie feuert die ganze Zeit unten rein.
momentan jetzt nicht so heavy. Ist jetzt nur ein Panzer. Ein Priest. Mit zwei wären wir es stärker. Halt, das bringt ja nicht. Jetzt beleidigt wohl noch mein Panzer näher. Ach, so schön. Schon Panzer. Oh, vorne schreien. Shit, down. Alle Panzer sind down. Hab zwei noch mal zurückbekommen. Und ich produziere wieder zwei Panzer. Oh oh. Ich hab dann gleich mal eine. Ich hab dann gleich mal eine Kaliope. So, einnehmen bitte. Okay. Ja, schicke. Achtung, feindliche Artillerie. Ja, gesehen. Mein Priest zieht sich zurück. Das Bett, sag ich mal. Huch. Ich hab wieder drei Panzer. Boah, es gibt auf dem Rücken. Ist jetzt so richtig seltsam. Priest Panzer hoch bitte. Ja, die fährt, die versucht zu überleben. Oh ja. So, einnehmen bitte. So. Ja, boah. Oh, 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 oh. Ich schicke wieder vier Panzer an die Front. Hier sind überall. Wir sitzen im Kalliopen. Hier sind überall Fraxen, die kann man wieder nehmen. Der Panzer bräuchte Reparatur, ich schicke ihn zurück. Oder schick einfach mal der Engine, den also Pioniere. Also am besten Pioniere hinschicken, dann kann man da auch die kurz zurückziehen, dann ja. Also wer Pioniere hat, kann die bitte mal hier hinschicken. Ich hab grad null. Hab momentan keine da. Da. Die sind noch alle hinten. Ich hab nur zwei Panzer. Ich bräuchte ein paar Pioniere, sonst verliere ich einen Panzer. Okay, ich bin auch da. Ich kann jetzt ja auf mich konzentrieren werden und da sind immer Stücks. Kevin, halt die Panzer vom Gegner auf dieser Position fest und ich feuer sie weg. So, Kallio? Gut, meine Beschusszahl auf meinen Gast. Hallo. Nicht da reinfahren. Bitte. Nicht da reinfahren. So, Kallio? Leute, das sind ja. Mobile Artillerien. Die können das Magazin hier oben. Raketenmagazine. Und das können die abfeuern, dahin wo ich bin. Oh Gott. Dein MP Sherman fan so ein Stern. Ja. Und eine Pionier ist schon fertig. Ich komme mal rüber zur Reparatur. So, auf dem Panther. Oh je. Oh oh. Jo, ich weiß. Jetzt sind deine Panther ist verloren. Nein. Der ist verloren. Oh, ich gehe oh, direkt auf den Panther. Ja. Mann, bitte nicht sterben, meine Pioniere. Gott. Mann, nicht verrecken, Mann. Yes. Man repariert wenigstens den zweiten, komm. Wisst ihr, was gut ist? Was denn? Ihr könnt mit euren Panzern bis zur Brücke vorrücken, dann kann ich alles, was hinter der Brücke ist, mit der Artillerie nun unter Beschuss setzen. Leute? Ihr müsst eure Panzer nur halten können. Wenn ihr eure Panzer für eine Weile halten könnt, dann machen wir richtig Damage. Das ist halt leider ein Problem, wenn ich keine Panzer bauen kann. Weil mir Alter. Der Rohstoff fehlt. Weil ich mir auch die ganze Zeit, werde ich nur gedamaged. Ist der Game so? Noch wenigen Minuten, dann kann ich gleich mit meinem Bombenangriff starten. Ja, verteidige mal lieber die Panzer. Stuck. Oh je. Schoss auf markiertes Ziel. Markiertes Ziel hier. Ich lass mal der Arti drauf wirken. Oh, oh, Ritterkreuz, Digga. Das ist sehr effektiv. Und
Und seine Position wurde erobert. Wie ist die Kalliope nach hier? Da seht ihr die Raketenmagazine, die schießen hier hinten hin. Sehe. Das trifft natürlich. Ich geh wieder spotten, ich geh wieder spotten mit meinen ganzen Panzern. Du links ein Stück noch rausnehmen. So. Okay Leute, jetzt Zeit, um meinen ersten Bombenangriff zu starten. Nur zu, erwarten wir. Baue hier Verteidigung hin. Panther hat noch wenig Leben. Geht auf ihn drauf. Sehr schön. Die Kalliope befeuert dort eigene Einheiten. Ah, dann ist es ein Vorteil, dann kann ich hier mal meinen Bombenangriff starten. Also bei den Panthers. Ich hab die Kalliope total vergessen, dass man da steht. Ich glaube, wir kommen auch kurz dahin. Kalliopen brauchen dann ein bisschen, um nachzuladen. Ja, ich hab euch jetzt wieder zwei. Oh, schön aufgemacht. Danke, die Lara. Bitte. Jetzt baue ich mal hier. Ich hab kein Einheitenlimit mehr. Ich hab noch 29. Ah, alles geht auch wieder auf die Panzer drauf. Die Lara, kannst du versuchen, bitte einzunehmen und dort... Und zu halten. Die Gegner zurückzuhalten. Ja. Das ist eine Brücke. Die Brücke machst du kaputt und dann kommt der Gegner nicht mehr rüber. Wenn er sie repariert, machst du sie wieder kaputt. Na gut. Panzer. Versuch mein Panzer. Du musst dann warten. Noch 10 Sekunden. Ich Was soll das denn? Nein! Schick die Panzer da weg, ne? Ach schon. So. Kalliopen werden jetzt wieder nachladen. Also meine theoretisch. So. Meine Kalliopen fahren nun vor. Ich kann gerade keine Panzer mehr so wirklich machen, ne? Weil alles ja so, wie so, ja. So, mach einfach den hier. Ah, gut. Was haben wir denn hier? Oh, du fliegst richtig geil auf die Base, geilo. Wir haben schön in die Basis geschossen. Oh, ja. Ey, Leute, es kommen noch mehrere hier rüber. Seht ihr? Wieso sind hier Scharfschützen drinne? Vom Gegner? Ja. Ja, ist mir aufgefallen. Irgendeine Einheit von mir wurde getötet durch einen Scharfschützen. Meiner auch. Wir bekommen den Headshot verpasst. Boah, Alter, ihr müsst mir ganz nett. Leute, wir müssen irgendwie die Lara unter die Arme greifen können. Boah, meine Artillerie sammelt gerade voll rein, aber... Mama mit einem Überraschung. Nein, die ziehen sich, glaube ich, ein bisschen zurück. Nein, doch nicht. Ups, ich hab mich verdorrt. Besser. Ich schaffe ein bisschen die Lage hier drüben. Ich mach doch mal das Haus kaputt. Bauen das günstig. Dann nehmen wir mal die. Ja, dann sehen wir mal. Oh ja. Jetzt wird ein bisschen überrannt, ja schon mal. Panther! Kalliope schießt. Also wir machen hier alles zeigt der Sehr schön. Ja, meine Insurance werden fertig sein. Da können sie gerade nicht staunen. Dann verteidige ich dann Posten und dann, also greife da an und anschließend verteidige ich da die Posten. Ich habe mal ein paar Kinder gemacht. Also, oh ja, ich schieße hier gleich Kalliopen rein. Oh, ja, meine sind auch da gerade ein bisschen drauf. Ich hab das Gebiet auch mit Feuer bestrichen.
eigene Artillerie. Durch Kommandanten. Achtung, da kommt ein Panzer rüber. Kein Panzer, Panzer 4. Panzer 4. Panzer 4. Panzer 4. Oh, ey, ich bin gerade durcheinander. Kommt vor. Ja. So. Schöne Kaliber vom Schuss. So. Ja, der ist gut platziert. Meine brauchen noch ein bisschen. Hab schon mal die Vorarbeit gemacht. Reparatur von meinem M4. So. Bitte. Also je nachdem, wo er platziert ist. Also Sam, bitte hier, ne? Kurz. Rep. Oh, das sieht doch schön aus. Ja, sehr schön sogar. Außer Kontrolle. Den einer ist auch Kontrolle. So, gekommen. Schön durchgekommen, schön durchgekommen. Oh. Okay, dieser Batze wird nicht gebaut. Schade. Gegnerischer Mörser. Ich bin in den Hintern. So Leute kann man nicht eine Lady behandeln. Ich geh mal ein bisschen spotte. Ui. Was muss das sein? Eine Panther. Okay, da vorne sind mehrere Panzer. Stein? Ja? Direkt ist die Fahrt. Position gesehen? Ja, ich muss gerade mein Victory City dahin laufen. Weil meine Artillerie schon geschossen hat. Wir bieten mein Victory City. Ah, fällt dann wieder nach vorne. So. Bin ich ja wahrscheinlich. So, und jetzt bitte schön einnehmen und halten. Okay. Artillerien feuern. Gut. Ja. Panzerabwehr ausgestattet. Ah, offenbar haben wir hier noch so. Zwei weitere hier. Achtung, links kommt ein Fahrzeug. Mhm. Panzer. Verdammt, der Panzer hat's weggeschossen. Wir haben hier offenbar zwei weitere, die sich versteckt haben. Die rechte Seite wurde aufgeräumt. Ich kriege Kalliopen vor. Panther hier drüben. Jo. Wer macht den Panther hier drüben? Ja, hab vor. Ja. Oh, ne, find ich noch. Es sei denn. Achtung, der Gegner schlägt jetzt gleich hier irgendwo in der Seite rein. Und, okay. oben kommt er um die Ecke. Mhm. Ja, ich hab's meine Verteidigung dort ist gefallen. Ja, ich komm jetzt drum. Mal zu. Ich komm mich hier drum. Kümmerst du dich schon, Kevin? Ich mach das schon. Ja, also ich hab hier jetzt 300. Da kommt ein Stück 4. Ist weg. Oh. Ah, der Panther ist dort. Hier ist was. Ja. Ja? Ich leer es auf. Und dann ich schieße mit meinem Galeopen drauf. Der feuert auf einer meiner Mordsunterstellungen. Langsam komme ich hin mit dem Überraschung zum Bomben. Ja! Oh, der hat erkannt. Was braucht man so eine Einheit als Unterdingskosten? Unterhaltskosten. Ach gut, ihm fehlt noch noch ein paar Schüsse, dann ist das schon erledigt. Ein Schuss. Ja, ein Schuss noch. Ja, ich kümmere mich schon drum, mein... Okay. Mein kleiner Pershing fährt gerade hin. Alter! Oh Mann! Verdammt! Ach, einer hat hier mit seinen... Hast du schon ein Pershing? Ja, na klar. Respekt! Und jetzt BAM! Oh Mann! Einer überrascht hier mit seinem 5mm Pack! Also hier, werde ich hier überrascht die ganze Zeit. Was, wir so breit mehr ab? Komm, jetzt, komm, jetzt töte ihn, komm! Feuerattacke nutzen! Alter, ich wollte nur ab, was ist los? Firefly wurde ausgebildet. Gut gemacht. Ja, versuch mich doch anzukommen. Versuch mich doch.
Gegen einen Pionier haben die gar keine Chance. Lol. Okay. Ich kümmere mich darum. Ja, mach das mal. Ja, Jupp, wir schießen hier drauf. Aufpassen. Ich schieße schon. Okay, verstanden. Meine Artillerie ist unter Beschuss. Wir müssen die Panzer auf der rechten Seite der Karte ausschalten, damit sie uns auf der linken Seite sehen können. Ich bin gestorben. Scheiße, ich bin gerade gestorben. Ich war noch weiter rein. Weitere in vier Schirmen Zeit. Ja, ja. Jetzt hier gerade unschön. Oh nein! Nachtlang schieße Kalliope zur rechten Seite. Hier hin. Dankeschön. Das Gebiet. Danke, Mittelstein. Schön weit gestreut. Der eine hat's überlebt! Shit! 150! Mach mal einfach jetzt zwei Feuerwalzen durch Basis des Gegners. Einfach ja, so bleiben. So, ich habe nun weitere zwei Panzer. Ich baue hier gerade vier Shermans auf. Kann das hier wieder einnehmen? Ja, du hast die 10.000 Einheiten. Okay, nicht 10.000, aber einige. Ich hole meine Pioniere darüber. Boah, wenn sie hier geschickt sind, deppert. Wir haben ja einen gewissen kleinen Problem, die noch behalten werden muss. Leute, ich brauche irgendwie Pioniere. Ich habe Pioniere. Also, der eine Pionier steht gerade zur Verfügung. Gegnerische Artillerie. Wo soll ich meine Pioniere hier vorne? Meine Panzerfahrzeuge stehen unter starken Beschuss. Schicke hin. Okay, ich komme dahin. Meine Pioniere sterben an der Front. Ich komme dann rüber. Oh mein Gott, Königslieger! Königslieger! Beschuss? Oh, perfekt. Alles drauf, alles da drauf, alles da drauf. Firefly ist tot von dir. Was? Zieh mal Pershing mit rüber. Ja. Mutterschaden. Schaltet ihn aus. Alles hinterherjagen, oder? Ich mach schon. Der ist down. Komm. Ich frag mich nur, was der Vorteil eines Königs ist. Sehr schön. Der ist down. Und da explodiert er, ne? Zack, ist weg. Ach du Scheiße. Jo, da ist noch einer, ne? Jo, ich weiß. Der Königsflieger ist oben. Leute, pass! Wo ist der Königstier? Er ist tot, den habe ich down gemacht. Ich habe kaum noch Bevölkerungs... Ich habe gar keine mehr. Überschuss. Wenn ich hier 300 hätte, dann könnte ich sie noch mal aufklären. Ich habe keine Pioniere mehr. Ich habe hier noch ein paar. Meine Schirme sind so. Ich repariere mal ein paar M4s von dir, Sven. Bitte? Ich repariere mal ein paar M4s von dir. Ja, ich schicke ein paar Kicken. Feindliches Panzerfahrzeug nur als Ziel, falls jemand ein Ziel für Artillerie braucht. Soll ich deinen Panzer reparieren? Mittelstein. Zerstört. Oh je. Brauchst meine Artillerie da vorne an der Front? Schick die wieder zurück. Wird angegriffen von Kalliope. Offenbar wird sein Panzer. PZ4. Ja, mal den Wachposten hier zerstören. Erstmal. Hör mal nochmal hier auf.
Ecke kann ich da ein bisschen was abgebaut haben und was nicht. Ach, vielen Dank, Kevin. Ja, die haben hier Panzer gebaut. Ich mach mal. Boah, ziemlich viel sogar. Bitte, bitte, noch eine. Yes! Brauche hier Hilfe. Ich werde weiter vorne die Front halten. Ich versuche hier die Front zu halten. Gut, ja, ja, die Panzer können euch einen Moment für einige Zeit nicht mehr ärgern. Du meinst, du hast ja ausgeschaltet. Wir müssen diese Brücke, wir müssen diese Brücke unter Beschuss halten, damit er keine Panzer mehr rüberholen kann. Okay. Wenn das das letzte Ziel ist, dann haben wir es bald erreicht. Infanterie. Pass auf! Yeah. Sven, ja. Infanterie. Kann er gegen nichts tun. Infanterie kommt. Gegner. Tier Pershing. Von der Seite. Halte Brücke unter Beschuss. Okay. Gehen wir mal rüber. Habt ihr mir zugehört? Ja, ja, jetzt die Artillerie. Das ist ein Ostwindpanzer. Gegen den vier Ostwind? Sternen. Ja. Hey, der ist tatsächlich war. Ostwind. Kennen Wirbelwind. Ja, und sind noch Panzer. Ja, ich weiß. Ich hab da den Panzer fallen. Ja. Die Lage kümmert sich mal um die Panzer da. Ja, wir müssen hier unten die Brücke dicht machen. Da darf nichts mehr durch. Hat jemand Panzer an der vordersten Front? Ja, hier. Noch Panzer hier. Ja, dann... Ach, scheiße. Da muss ich jetzt die Lage kümmern. Verdammt, okay. Mörser. Ich geh mal vor. Warum muss ich jetzt die Lage kümmern? Muss ich... muss wirklich jetzt die Lage kümmern. Ja, ich weiß. Nein. Doch, auch. Ich schon vor. Ich kümmere mich schon um den Stück hier. Brücke vor. Ich rücke Pershing mit vor. Scheiße! Diese scheiß Pioniere! Ich kann hier alles kaputt machen. Okay, bin weit vorgerückt. Ich brauche aber fett. Ich brauche Reparaturen. Muss mich zurückziehen. Habe noch zwei Panzer frei. Noch weitere Panzer hier? Scheiße. Du kannst eigentlich bis hier vorne hin. Hier ist noch ein Königstiger. Noch ein Königstiger. Hier ist Kaliber drauf. Hätte ich bloß noch mehrere Munitionen. Ich schicke jetzt einfach den Panzer. Ich schicke einfach jetzt mal durch, damit ich neuen Schirmen bekomme. Ich hoffe, meine vier Schirmen halten gegen diese drei Schirmen aus. So, ich habe einen neuen Pershing. Viele Feindpanzer auf der rechten Front. Ich benötige Verstärkung. Ja, die Lava benötigt Verstärkung, kann ich das mal bestätigen. Ich kann nur noch einen einzigen Panzer anfordern. So. Ich hab hier einen schon erledigt. Nein, noch nicht. Ach, bin ich jetzt gerade blind oder was? Außer Kontrolle ist er. Gut. Gut. So, ich verteidige die Posten dann. Wie dann hier? Wie gar keiner durchkommt. Ich brauche diese Kaliopfer. Definitiv Reparatur. Okay. Ich kann gar nichts machen. Okay, warte mal. Ich kann dir Reparatur senden. Okay. Ja, okay. Meine Pioniere laufen gerade drauf zu. Du ich auch, meine auch gerade, meine auch gerade. Ich helfe. Ja, okay, ich stelle ihn dahin. Ich komm zu wir brauchen dringend hier volle neue Panzer. Ganz, ganz dringend. Wir brauchen dringend Panzer. Wir brauchen eine Panzerfront. Sonst funktioniert das da nicht. Ja gut, niemand hat da sein Pershing. Sven, dein Pershing hier. Ja, dann kommt weiter vorne. Ja, nein, da kommt er nicht. Der kommt da nicht durch. Sollen da meine Panzer zu dir rüberkommen? An der rechten Seite vorbei. Ich benötige jetzt auch... Dann schicke ich Pioniere zu, wenn die kaputt gehen. Also wenn der Schaden frisst. Ich komme dann mit meinen Panzern darüber und helfe euch dann mit. Aber... Verdammt! Dreimal... BZ4 und alles. Reparatur. Reparatur. Ah! Gut. Oh Leute, das habt ihr alles im Splitscreen. Ja. Krass. Ich baue dann noch einmal meine Pioniere auf. Dann geht's dann heiß zusammen. Wir müssen hier die Brücke unter Beschuss halten. Ja, ich starte jetzt gerade mit dem
einen Artillerieschlag da drauf. Also es wäre gut aufgeräumt, wenn ihr da jetzt gleich hinfährt. Wenn ihr so weit vorne hinschafft. Schaffen wir. Ich habe meine Panzerproduktion schon einen Wegpunkt nach vorne plakiert, also... Ich muss nur meine Panzerproduktion aufrechterhalten. Leute, ich benötige deine Reparatur und deine Reparatur. Hilara, ich gebe jetzt meine Aufgabe. Du stellst deine Panzer jetzt, du versuchst deine Panzer jetzt schön zu verteidigen, zu verteilen an der Front und nimmst dann und versuchst dann die Punkte einzunehmen. Jo. Und der jetzt auch Schrott ist, den ich am Reparieren bin hier rechts, den Rechtpanzer von dir, lass ihn stehen. Der ist noch nicht ganz. Der hier. Ey, da, Dilara, lass den hier stehen, guck mal, meine Pioniere gehen auch gerade drin. Ja, ich halt den lass den hier Kante. Stehen, lass den da stehen, lass den hier stehen. Ja. Fest weg. Lass den stehen! Danke. So, den Bunker habe ich schon jetzt alle. So, ich stehen, Alter. Gut. Bild eine ja, gute Freundin. Ist Kalliope eigentlich fertig? Noch 5 Sekunden der eine und der andere auch noch 4 Sekunden. Ich habe ihn auch gerade im Geschäft geschossen. Okay, ja? Das ist, damit wir nämlich eine Zeitverzögerung haben, damit wir sozusagen immer abwechselnd schießen, weißt du? Ja. Das ist am effektivsten. Nein. Du kannst deine Kalliopen auch hinter meine stellen, das sind die genauer dort. Bitte Stein, mein eine Panzer benötigt eine Reparatur, ich warte. Nee, warum bleibt er nicht stehen? Ich weiß es nicht, weil du ihn nicht stehen bleiben lässt. Ah, wir haben eine Überraschung. Ich nehm jetzt hier ein, also die Lara, lass deine Panzer da, als Sicherheit. Okay, ich bleib da. Ich nehm jetzt das ein. Ich halte immer noch den Beschuss auf der Brücke. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warum den Rückzug? Was hat passiert? Wir haben einen Beschuss auf die Brücke? Königsflieger fährt versucht über die Brücke zu kommen. Alle drauf, Kalliopen drauf, Kalliopen drauf, Kalliopen, alle direkt drauf. 5 Sekunden, 4, 3, ich schieß schon drauf, 2, schieß schon drauf. 1. Drauf, halt bisschen vor. Oh, ich bin vorne, alles durch. Mit alles ist noch nicht durch. Da vorne ist... Unsere Feuerlinie direkt drauf schießen. Mit den Super Pershing den Dings drauf feuern. Vor. Wenn ein Super Pershing zu viel gefressen hat, zurück. Nicht den Helden spielen. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt holt dann zurück. Braucht ihr auch Nachschub? Vielleicht? Ja, ich hab was gesehen. Weil hab's gesehen. Der Panzer braucht Reparatur. Jo. Die geschieht immer noch. Ich zieh mal Panzer zurück. Meinen Pionier rüber. Auf der rechten Seite ist Hier. Ich sehe eine. Hier. Ich schick mal. Ja, einer, ein Fahrzeug reicht schon. Ich zieh mal ein Fahrzeug hin, Ich hol mein am beschädigsten Fahrzeug darüber. Dann wird er wenigstens seinen letzten Angriff genießen, anstelle gnadenlos zu sterben. Wir können zurück. Hab ich, ich habe meinen einen Panzer nicht mehr zur Verteidigung von dort geschickt, sondern ich greife da ein. Also ich greife da an. Ja, hilf mir dort. Sehr praktisch. Ich auf die Brücke. Tigers down. Ich brauche Alter, alle vier. Okay. Alter, alle vier Kalliopen schießen. Achtung, weiter Königsflieger. Meine Panzer schaffen es nicht mehr. Du musst zurück, keine Reparatur. Okay. Ich hab keine Reparatur, deswegen. Königsflieger ist zu stark. Zieht bisschen zurück. Ich brauche noch 50 Munitionen, dann kann ich einen Bombenangriff starten. Dann könnte ich den Tegel... Der Gegner hat Spezialfähigkeiten auf meiner Artillerie. Die Lara, deine Panzer hier. Deine Panzer hier, schick die Bissen hier drauf. Auf den. Okay. Rüber für den Angriff. Mein Pershing frisst ziemlich viel. Mein Pershing frisst zu viel.
Mittelscheibe auf dem Dampfriss. Luftangriff auf unsere Kalliopen. Motorschaden, Luft. Kalliopen unter Beschuss. Deine Kalliopenzeit haben es nicht überlebt, so wirklich. Eine Infanterie. Oh ja, super. Ah, oh, schick dich nicht rein. Ein Kinderspiel. Nö, das ist gut. Ich brauche jetzt unbedingt Reparatur auf den Kalliopen mit der Superfirsching. Okay. 100 Pro, ich brauche auf allen Panzern Reparatur, sonst gehen die drauf. Ja, ich weiß. Ich komme ja, immer gerade. Ja, ich mach ja doch gerade. Du hast Reparaturfähigkeiten, kannst du sie dazu noch einsetzen? Wäre positiv. Nicht. Keine Reparatur. Keine Kontrolle, auch jetzt gerade. Das braucht halt voll viel Munition, die haben wir nicht, weil niemand einnimmt. Auch die Munition. Auf jeden Fall. Nee, Achtung, nur so. Ich errichte hier eine Stellung, Artilleriestellung. Ja, die andere werde ich gleich danach einnehmen und wieder reparieren. Also es ist ein Bevölkerungslimit jetzt ein bisschen ausgetrickst. Wäre geil, wenn ihr die Stellung halten könntet. Wäre geil, wenn ich Reparatur kriege. Genügend. Meine Sorge, meine zwei Pioniere kommen jetzt nochmal rüber. Bisschen drauf, weißt du, damit die ein bisschen treffen. Will die Front, die mich halten. Nein. Ach du Scheiße. Sehen wir hier jetzt gerade überrascht. Ah, nee. Er richtet von auf diesen einen scheiß Panzer 4. Gott. Hier kommt, ich meine, da ist was. Ja, ich weiß. Okay, so danach schieße ich wieder direkt drauf, ne? Galliopen repariert, stimmt, der nächsten Galliopen als zur Reparatur. Ich muss aber gleich mal ein Pershing wieder reparieren. Oh mein. Zwei Schirme. Oh, oh, die Lada fällt einen Schirm zurück. Den einen, der den Schaden frisst, den unteren. Ja, ich weiß. Kaputt. Hauptgeschütze. Glück gehabt, stell ihn zurück, dort wo meine Pioniere arbeiten. Ja, der wird als erstes repariert. Ich geh vor. Okay, gut, so. Meine zwei Pioniere müssen ja, meine zwei Schirme müssen repariert. So, Stuck ist weg. Ich kann einen Jeep bauen und dieser Jeep, wenn der jetzt noch vielleicht einen einzigen Panzer als Unterstützung kriegt, nimmt er die Gebiete ein. Ja, bin ich genug groß. Wieder ein Knallfuss. Wir haben hier einen. Aber der sieht kaputt aus. Mal erstmal nochmal LO. Und es ist ein König zu bleiben. Nein, das ist... Kevin? Ja? Sag mir, wenn deine Kalliopen halb fertig sind, dann schieße ich mit meinen beiden. Okay, da schon. Panther. Nein. Panther gleich down. Und, feindliche Artillerie. Wir sehen. Sind mein Panzer gerade gestorben? Wir müssen ja noch Kalliopen halb fertig. Ja, sind sie. Okay, ich schieße. Sogar drüber, ich hab's überhaupt, ich hab überhaupt nicht mal weggehabt. Weil so schnell. Haben wir nämlich abwechselnd, weißt du? Komm nochmal mit dem Bombenangriff bei den Schützpunkten unserer Feinde dann. Hier und hier. Okay, mein Jeep fängt jetzt an einzunehmen. Tiger 2. Also wie viele haben die davon? Die können alle nur haben allerhöchstens 4 davon haben. Ja. Mal dann. So, meine Kalliopen, meine Sachen hier brauchen auf jeden Fall Reparatur, sonst halten die Front nicht. Jo. Meine Pioniere sind jetzt schneller. PZ4. Meine Pioniere kommen jetzt rüber, kommen jetzt zu dir zur Reparatur rüber. Also meine 25 Fünder werden die ganze Zeit ausgeschaltet, weil auf der rechten Seite etwas dazu kommt. Ja, hier ist was. Das greift gerade Kevins Kalliopen an. Kevin schickt die Kalliopen zurück. Okay, das war's. Oh shit, komm, geh durch. Der Kalliopen versperren müssen alles. Oh, noch geschafft.
Hier nochmal mit meinen Pionieren drüber. Wo sind meine Pioniere? Meine Pioniere kommen doch jetzt gerade. Meine. Meine Pershing ist tot. Warum? Artillerieschlag, Artillerieschlag, Artillerieschlag auf unsere Galio. Nein, ich werde gerade angegriffen. Fuck. Wo sind meine Pioniere? Meine Pioniere sind da. Doch, die werden gerade angegriffen. Für die Lara, nimm mal deine Pioniere, die hier sind, und reparier mal bitte mein Galiope. Jo. Danke sehr. Bitte. Ist der Königsflieger noch im Spiel? Ja, der Königsflieger ist noch drin. Ja, und hat einen Motorschaden, hat einen Motorschaden. Gut, starte natürlich. Oh nein, jetzt fährt er weg. Ich komme mit dem Bombenangriff jetzt rüber, um den Königsflieger zu eliminieren. Meine Einheit gewonnen, schießt mit meinen Galliopen drauf. Gut. Der eine Panzer ist zerstört. Der Königstiger aber gar nicht. Ah, noch sehr wenig Schleif. Irgendwas muss noch drauf geschossen werden. Und. Kaliopen schießen. Sehr schön. Ja, mal vor, den Hintern zu polieren. Komm, greif schnell mal kritisch. Oh, Reparate von den Panzern. Schießen. Motor zerstört. Außer Kontrolle. Zombieschein? Brauchst du Munitionen? Oder? Ja. Wenn ihr wollt, dass diese Stellung dauerhaft auf der Artilleriebeschuss steht, dann müsste ich die auch in meinem Blick haben, okay? Wenn's geht. Ich habe hier was geschickt für euch. Also wenn ihr es braucht. Tschüss. Weil ich kann bei dem Flugzeugkompanie auch Nachschubsabwurf machen. Hier sind immer ein Mörser oder MGs oder was irgendwas denn? Ja. Ja, ich weiß, da bekommt ihr auch noch MGs und so weiteres. Das Problem ist, mein Panzer, mein Wagen braucht hier ein bisschen, weil da was steht. Okay. Man sieht's. Reparatur bitte, hier. Okay. Und dann mal nochmal ein feindlicher Panzer. Gesehen? Ich muss einen Wolverine abziehen, damit ich die, vorgezogenen Basen zerstören kann. Okay. Wer von deinen Panzern, Zombiestein, ist denn betroffen? So. Geh doch einfach mit der Maus einmal über den Wald rüber. Okay. Da geht nicht nur jetzt deine Artillerie hin, sondern auch meine. Gut, mit dem Flammenwerfer werden sie ausgerüstet. Zack, dann ist es down. Yo. Oh, und auch Sven Kalio. Boah, Alter, das leckt einfach bei mir, wenn ich da hingucke. Aber nicht zu weit. Ja. Halt ich nehme Gebiet ein. Jo. Arsch zu zeigen, du Penner. Ich nehme mal da dann die Gebiet. Diese Brücke ein. Muss zerstört werden. Okay. Ich okay. Arsch zeigen. Ja Mann. Oh, ich brauche Munition. Nehme Munitionslager ein. Ja, ich weiß. Lara, das ist selbst noch, was du da machst mit deinen Panzern. Schick die zurück, das ist zu weit. Okay. Man kann nur bis in 10 Sekunden fertig. Der Gegner hat hier drüben wieder Einheiten. Ich weiß nicht, wie er den da hinkriegt. Das liegt daran, weil diese Brücke noch existiert. Ich zerstör sie, ja. Oder? Ja, zerstör die bitte. Oh, ich hab nicht innerhalb meiner. Sonst gibt es nämlich keine Zukunft für uns. Ja, ich weiß. Ich werde jetzt auch mal versuchen, durch meinen Nachschubsabwurf hier Munition zu erhalten und dann einen Bombenangriff zu starten. Also bei der Brücke. Damit, die nicht mehr rüberfährt. Deine Panzer blockieren meinen Jeep, die Lara. Mir leid. Ui. Tut mir leid. Das Ding da weg. Ja, ich hab verstanden. Nicht das, das andere. Ja, ich weiß. Dankeschön. Ich schon die Beine weg. Oh ja, ich kann jetzt die ganze Zeit so rumlaufen. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal richtig durchgehen. Ui. Wir brauchen richtig viele Panzer, müssen wir richtig einfach durchbrechen. Das fliegen wir aber nur, wenn diese Brücke hier unten zerstört ist, damit er seine... Ah, die ist kaputt, okay. Jetzt müssen wir noch alle anderen
Brücken kaputt machen. Mein Fallschirm braucht Reparatur. Jo. Jetzt müssen wir diese Brücke unter Beschuss halten. Dauerhaft. Okay. Jetzt weiß ich, warum die da überzählen. Das ist das einzige Druckmittel, was er noch hat. Panzerabwehr geschützt. Da ist sogar auch noch hier eine Brücke. Ich werde die dann zerstören später. Die brauchst du eigentlich auch nicht, wirklich. Die eine Brücke, Hauptbrücke, ist ja hier zerstört schon. Hier. Ja, die kleine Brücke, wir wissen schon. Die Lara. Die wird aber sofort wieder versuchen zu reparieren. Ja, deswegen sollte die Lara schon. Ja, ich beeil mich. Deine Pioniere machen einen Scheiß. Schick die zurück, ich repariere sie. Schick den hier rüber. Ja, ich schick sie da rüber, ja. Ja. Diese feindliche Artillerie, ich könnte kurz. Der hat die aufgeklärt, hier drüber. Da hat der Infanterie hingesetzt. Und damit hat er einen meiner Priests ausgeschaltet und die anderen beiden extrem verletzt. So. Ich glaube, der wird nicht mehr existieren. Ich setze mal nochmal einen Flammenwerfer ein bei meinem einen Pionier. Und dann zerstören die endgültig. Okay. Ist wohl doch zerstört. Dann setze ich nochmal hier einen Schutzpunkt drauf. Hier. Ich baue dann noch was. Okay. Ey, das war ein guter Moment zum Angreifen. Ja, Artillerieunterstützung bitte. Ich schieß Großartillerie in einer Linie von hier nach hier. Super. Dieb zerstört. Verdammt, da ist schon ein Fahrzeug vorbeigefahren. Ich hab da auch nochmal angegriffen. Boah, shit. Ja, genau. Ach du Scheiß. Die Lara, schaffst du das hier? Glaube ich nicht. Die sind in Mehrzahl. Das sind 2 gegen 2. 3 gegen 2. Nein, tatsächlich 2 gegen 2. Deine ist noch stärker. Panzer 4. Fahrzeug und Stellung bzw. Stellung wird zerstört. Motor zerstört. Ja, dann ist schon was. Nur noch schickt Pioniere rüber. Ja, meine Pioniere mal rüber nochmal. So. Wir bräuchten wirklich Sperrfeuer da. Wo? Position? Aktuellste Position. Ich sehe eine Brücke. Nur die Brücke. Immer. Ich sehe die Brücke muss zu. Einer von den zwei von Mittelsteins Panzern wurden zerstört. Also nicht zerstört. Genau deswegen. Oh ja. Achso, ich kann ja Überwachungsartillerie vielleicht draufsetzen. Wenn ihr es aufdeckt. Wir haben Pluspunkte erhalten. Ach, dafür müsstet ihr es wieder jetzt aufdecken. PZ4, dann müsst man dran nah dran fahren, sonst kann ich die ja nicht setzen. Guck mal hier. Gut, dankeschön. Nummer 1. Nummer 2. Muss weg. 2 wurden aufgestellt. Nee, den verliere ich. Okay. Oh, nochmal Treibstoff. Ich könnte dann den anderen. Sieht das schön aus? Naja, es wäre schöner. Es sähe schöner aus, wenn wir gewinnen würden. Nicht so schlecht. Oh mein Gott. Es liegt einfach daran, da hier niemand durchfährt mit irgendetwas. Weil die laufen die ganze Zeit Einheiten rum, weil die Brücke nicht zu ist. Leute. Nicht nur das, auch der kleine Brücke natürlich. Weil es ist eine Nebensache. Kleine aber Brücke ist down. Oh, die lebt wieder. Es ja, wurde hier reparieren besser. Die kann wieder repariert werden. Hier ist auch noch eine kleine Brücke. Geschweige ist da auch noch. Das ist noch schlimmer. Ah. Die Lara? Ja? Machst du immer Sherman-Armees, oder? Ja. Die aber dafür, wenn du dann mal nicht irgendwo in die Pampa stellst, sondern auch hier an die Front. Na? Ja, ich hab sie
vor. Benötige ich eigentlich noch Treibstoff? Wir müssen eigentlich so weit kommen, dass die Brücke die ganze Zeit aufgedeckt ist, ohne dass unsere Panzer angegriffen werden. Das heißt, wir müssen unsere Front hier hinziehen. Kann irgendwer Sniper da machen? Und dann ja unsichtbar da hinsetzen. Das ginge auch. Aber ich möchte jetzt erstmal hier halt einnehmen. Obwohl, dafür bräuchten wir erstmal Aufdeck. Ja, ich mach schon einen Schuss. So schnell, wie es geht. Okay, damit fangen wir uns langsam mal los. Wie es scheint. Schade eigentlich. Nein. Ah. Vielleicht könnte ich hier eine Überraschungsangriff vorplanen. Der Stützpunkt ist, sagen wir mal, beinahe zerstört. Sagen wir mal. Naja. Eigentlich sind wir hier vorne eigentlich ein bisschen halbwegs genug. Einheiten. Weg, 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 von dir, weg, von dir, weg, von dir, weg, von dir. Wir haben die Pionieren ein Geschütz bekommen. Mein Pionieren geht es ja nicht mit dem Geschütz. Wenn ich hier den Geschütze umwechseln würde, würde ich nicht mehr Pionieren. Hast du noch einen Jeep erstellen? Nein, kann ich nicht. Einheiten damit voll. Bei mir könnte eigentlich mit der Taktik einfach durchpushen. Eigentlich noch Bevölkerungslimit eigentlich. Wir ziehen die Front vor, ja? Ja. Achtung, rechts Feinpanzer. Wir müssen die Seite trotzdem schützen. Ja. Jo. Ich zieh die Front jetzt vor. Ich zieh mit. Halt die mal. Die da muss an der Panzer auch mitziehen. Ja, die Lara muss seine Panzer auch mitziehen. Okay. Hier. Sonst bringt das nicht. Treffpunkt erstmal hier vorne und Beschießung. Und frei ziehen wir alle rüber. Zieh rüber. 1, 2, 3, los. Komm rüber. Ja, ich gehe ja rüber. Ach, los, komm. Ah, jetzt habe ich genug Credits bei Munition, damit ich hier jetzt einen Bombenangriff planen kann. Okay, wollen wir die überhaupt nicht? Das Ding steht scheiße. Mal mehr. Das tut mir leid. Ich kann auch nichts dafür, wenn hier. Du kannst sie richtig hinstellen. Schön, jetzt die Konzentration hier mit den Halio. Na so. Die Pioniere auch vorziehen, damit die schön reparieren können. Okay. Und die Lara schickt diesen Panzer jetzt endlich dahin. Schickt den Panzer jetzt endlich dahin und so. Dreh ihn. Ja, okay. Ja, ich hab sie auch vor. Oh Gott. Nur meine Gedanken. Stand? Ja. Die Beobachtungsartillerie kannst du wegmachen. Sicher? Ja, die stirbt sonst nur. Die kannst du jetzt hier hinhocken. Ja, ja, das muss grad oder dahin. Mal, wie weit offen sind wir? Oh, das ist. Kannst du einen Panzer ein Stück weiter nach vorne ziehen? Okay, da kommt einiges, da kommt einiges. Ich muss noch nachladen, 9 Sekunden. Eins ist jetzt auf die Brücke im vorderen Bereich ausgerichtet. Ich muss nämlich jedes manuell ausrichten, deshalb. Auf der rechten Seite haben wir immer noch eine feindliche Stuck. Ja, ich baue mal... Die Lara? Ja, ich mache jetzt mal einen Überraschungsbombenangriff mal. Ich hab hier noch einen... Könnt ihr gerade die Brücke nochmal aufmachen? Also... Oh, die ist offen. Nein, ja. Weiter vorfahren, einen Panzer vor. Oder ein Fahrzeug, irgendwas, was... Schicke schon. Möglichst so, dass es beinahe über die Brücke oder da dran fährt, so. So, und der soll ein bisschen halten. Ein paar Sekunden halten. Der kann ruhig. Nur ein paar Sekunden halten. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Komm weggesehen und dann ist hier... Die Hälfte okay, kannst du zurückziehen. Kannst du zurückziehen. Ja, der hat so viel Infanterie über die kleine Brücke hier genommen. Ja. Der raucht uns sozusagen von hinten auf. Sozusagen, ja. Weil er die ganze Zeit diese scheiß... Ich werde diese... ...behinderte Wichse rüberschickt. Meine Artillerie ist jetzt aber pur Infanterie.
Bei mir haben sie einen leichten Durchgang, das heißt, ich kann die Brücke hier zerstören. Ilara? Ja? Zerstör jetzt mal die Brücke. Hast du irgendwas gegen Einheiten? Warte. So. Weil die jetzt Nerven können... nehmen. Ihr müsst das eigentlich nur Licht machen. Ein blinder Scharfschütze wäre da gut. Also ja, ich mach grad einen Scharfschütze. Ein einzelner Scharfschütze dort hinten gestellt. Kevin, deine Pioniere. Ja, stehen ja. In der Basis. Sinnlos. Kannst du bitte auch an die Front checken? Ich hab paar Dings gemacht, deswegen. Ich total vergesse. Da bleiben wir in Nacht. Du kannst natürlich auch versuchen, mit den Pionieren hier einzunehmen. Das ist viel zu viel mit Panzern. Also. Da ist nur Infanterie, da sind keine Panzer mehr. Bis jetzt. Okay. Weißritter auf der rechten Seite. Ja, ich sehe so, die beschießen gerade meine Kalliope. Ist aber noch einer. Ja, ich beende es gleich. So, ich komm jetzt mal jetzt kommen meine Pioniere rüber. Fuck! Die kommen hier mit Flammenwerfern. Scheiße. Also, ich komm mal hier rüber mit Flammenwerfern dann. Sind die da immer überteilen. Abwarten, bis du überhaupt... Komm mal rüber, ich übernehme dir mal den Job, den wir nicht zusammenwerfen. So. Ich glaube, mit den Flammenwerfern können die das nicht überlegen. Alle vier schießen. Oh, Alter, wir haben zwei Belegen, Alter. Boah, das ist krass, ey. Alter. Ich will vorschlagen, dass wir den nächsten Beschuss auf die Basis in Isles richten. Schnell fertig werden. Hilfe. Der Reparatur, ja gesagt. Okay. Ich komme. Ja, um eine richtige Panzerarmee zu gründen, brauche ich halt Einheitenlimit. Ja, ich bin schon dabei, es jetzt zu machen. Das hab ich nicht. Von der rechten Seite greifen immer noch Weißritter. Da, da eine zieht wieder gleich ein. Okay, ich komme jetzt überall Fahrzeuge. Achtung, Front wird von Artillerie angegriffen. Front, an der Seite, wir werden die ganze Zeit auf der rechten Seite angeraubt. Ich werde großen Flächenangriff in die Basis machen. Okay. Dafür benötige ich eigentlich noch ein bisschen mehr. Wenn wir die bombardieren, ey, das ist krank. Ich würde jetzt gerne rüberziehen wegen Mittelstein. Fahrzeugstellung wird erhöht und dann hier. Ey, kann irgendwelche einer hier mal kurz kümmern, den hier. Ach, mein eigener Panzer wird das übernehmen. Okay, ich werde jetzt meine anderen Sachen opfern, dann werde ich einfach durchwaschen. Panzergeneral nehmen. Ja. Ich wasch auch gleich durch, Wir müssen durch. Das wird mir nämlich etwas zu bunt. Das dauert zu lange. Ja. Und der Festplatz ist auch nicht mehr gerade mal groß. Okay, aber tu bitte Pershing. Reparatur Pershing wird ausgeführt, aber es wäre irgendwie gut, weil der Beschuss auf dem Pershing auch ausgeschaltet wäre. Der da die ganze Zeit meinem Infanterie auch noch beschädigt. Aber wo sind die Mörser? Ah, sehe schon einen Mörser. Okay. Eife, Basis an. Okay, Mörser sind da. Ich kann schön für die Jagdpanzer bauen. Gut, meine eine. Oh, die kommt schon von hinten. Okay, wenn man Pershing repariert ist, ne? Push ich einfach durch. Ja, wenn der repariert ist.
Wenn der hier repariert ist, dann pushe ich einfach durch. Weil die haben keine, wirklich keine guten Panzer mehr, sondern diese Lullatsch-Dinger. Und nur noch 15 Dinger. Ja, noch diese, ja. Diese scheiß Panzerabwehr da. Wahnsinn, wie schnell sind meine Bevölkerungs... Nein. Wie schnell sind meine Munition denn ausgegangen, bitteschön? Gott. Sehr schnell. Wollen wir jetzt durch, wollen wir jetzt durch? Sven. Hm? Wollen wir durch? Ja. Mittelstein? Ja. Wo macht das Artillerie aus? Teilt sie jetzt aus. Das heißt, dass noch, das heißt aber noch, dass Schüsse fliegen, also was soll's. Komm hier jetzt mit meinen Schützeneinheiten hier rüber. Das ist auf dem Rechten, das ist auf dem Rechten. So. Ich hab sie ausgeschaltet jetzt. Kommt nichts mehr. Also müsste nichts mehr kommen. Gut. Wartet mal. Okay. Gleich. Wenn ihr noch diese Stellung halten würdet, dann könnte ich hier einen Bombenangriff starten. So. Gut. Jetzt starten wir mal einen Bombenangriff. Bombenangriff. Deinen Bombenangriff kannst du dir schenken. Okay. Galliop ist von mir kaputt, ne? Ah, ich ruf direkt einen neuen. So. Jetzt. Ja. Warte. Nachschub. Steht da. Guck mal, deine Panzer ist jetzt startbereit. Ich drück mal davor. So. Dann ist so gut wie gewonnen. Ja. Ich wasche durch. Ist mir egal. Das machen wir gerade. Ja auch. Oh. Wer hat die ganze Infanterie aufgestellt zur Verteidigung? Dankeschön. Segen. Silana, danke. Pass auf, Artillerieschlag, Sven. Okay, ich muss von der Panzer. Ich kümmere mich bereits um den feindlichen Bunker, weil ich bei eurem Angriff auf die Basis viel zu störend wäre. Also, weil meine Artillerie ja nachzieht. Ja, ist ja nicht so wie eure Kalibope. Dann würde sie vielleicht euch selbst treffen, das wäre doof. Oh ja, 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 oh. Das ist schon, der kann seine Schüssen wieder aufbauen, ne? So, ist noch schnell da drauf alles. So, die Bunker sind auch ausgeschaltet. Also alle bisher offenen. Okay. Dann müsste das jetzt geschafft sein. Gut, wir haben gesiegt. Ja! Oh, haben gesiegt, Leute! Sieg nach einer Stunde 25. Das war ein Kampf. Das war ein Kampf. Ansehen. Das war ein sehr guter Kampf. Hoffe, ja, zum Schluss. Der schöne Schluss. Ja. Der schöne Stellungskrieg. Wir waren alle konzentriert am Ende. Also wir haben gar nicht geredet gerade. Mhm. Also sorry dafür, aber es hat Spaß gemacht mit euch, ne? Na, was heißt sorry, es gehört halt zum Spiel. Ja, ist halt so. Ich hoffe, es war jetzt nicht so, weil jetzt so träge so. Wir haben 50% der Karte. Ja. Ja, Schluss. Beinahe. Oder? Doch, warte. Doch, bis 50. Noch 50, ja.
So, ganz kurz nochmal. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ne, bekommt ihr einen Keks von mir. Und von mir auch. Oder von uns allen wieder einen Keks. So. Ah, die Gegner haben zwei mehr. ja, okay. Es ist von optischen 50%, so. Vom optischen, ja. Okay, damit... Vielleicht dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Company of Heroes oder ein anderes Projekt. Genau. Genau, genau. So. Dürft ihr euch noch verabschieden? So, ich sag auf jeden Fall schon mal Ciao von meinen Zuschauern und deinen Zuschauern. Ich hoffe, es hat euch gefallen.